Vor ein paar Tagen wurde das ach so lieb gewordene Hauptnahrungsmittel unserer Promis, Linsen, gegen Ravioli ausgetauscht. Aber auch die scheinen den kulinarischen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Boah, ich kann keine Ravioli mehr essen, ey, wie schlimm ist das? Das habe ich genau gewusst, dass das so losgeht, bei mir nämlich auch. Das ist schon eine Qual hier. Ich würde so gerne einfach einen Cheeseburger reinbeißen und diese Pommes mit Soße. Liebe Promis, Lust auf ein wenig kulinarische Abwechslung? Ihr bekommt die Chance auf eine Pizza. Was? Diese erhaltet ihr, wenn ihr drei eurer Betten abgebt und euch auf eine Pizza einigt. Ich geb meins ab. Von der alle essen dürfen. Halt, stopp, beratet stopp, ich geb euch ab. Jetzt und Kevin. Verkündet eure Entscheidung im Truck. Familienpizza, aber ist scharf mit Knoblauch. Ich geb meins ab. Meins ist eh kaputt. Also auf meins kann man scheißen. Ich hätte euch alles gegeben. Ich wäre nur noch mit den Sachen rumgelaufen die letzten 5 Tage. Es juckt mich gar nicht. Ich geb meins ab, ich schlafe auf dem Boden. Da ich ja von Kelvin ein Bett bekommen habe, stand für mich außer Frage, dass ich, auch wenn ich keine Pizza esse, mein Bett opfere. Ernesto, kannst du das machen, weil das Essen auf dem Ding ist? Guck mal, die hat schon... Warte mal, warte mal. Ich lebe im Hier und Jetzt, was in der Zukunft liegt. Sehen wir dann. Frag mich morgen nochmal, dann sag ich dir, ob ich es bereue oder nicht. Warte mal, was ist zum Beispiel, wenn die uns verarschen und uns eine kleine Pizza bringen? Ja, doch, das habe ich auch. Das können die auch. Die können so eine Pizza bringen. Überleg mal, was ist, wenn die uns Piccolinos reinbringen? Das ist eine so eine kleine Pizza. Ja, aber bitte verarscht uns nicht. Das ist so ein Ministück. Das wäre dann ein bisschen krass. Also so verarschen tun sie uns nicht, Leute. Das wäre ja die Hinterrücksnummer des Jahrhunderts, wenn sie uns eine Tiefkühlpizza bringen. Wir sind in den Alpen. Bis die Pizza hier kommt, ist sie schon kalt. Mein Bett ist weg. Ich gehe das Risiko ein. Ich will diese Pizza. Ich vertraue euch da jetzt, weil ihr gesagt habt, eine ganze Pizza. Und eine Pizza ist eine Pizza. Ich bin Italiener, ich weiß, wie eine Pizza aussieht. Aber ist ja total dumm eigentlich, ne? Für eine Pizza 3 Betten weg, sind die doof? 3 Betten gegen eine Pizza, Katastrophe. Also sehr schlecht. Also jeder, der da ein bisschen dealen kann, weiß, dass das ganz, ganz Juden ausgeraubt. Ja. Daniele, Matthias, Carina. Bitte nehmt nun eure Betten und stellt sie vor das Tor. Können wir gehen? Okay, zum Mitschreiben. Für den flüchtigen Genuss einer Pizza geben Daniele, Matthias und Carina unwiderruflich ihre Betten ab. Krass wäre, wenn die jetzt sagen, alle, die Betten abgegeben haben, haben auch noch Nominierungsschutz. Dann heul ich. Vor Glück. Very thank you. Viel Spaß damit. Und ich schwöre euch bei Gott, Mann, ihr werdet mir in meinen Augen den Orgasmus ansehen. Wenn ich da reinpass. Oh mein Gott. Ist ja gigantisch. Ey, ist das so vom Türken? Oh, ich möchte kein Randstück. Oh Gott im Himmel, Alter. Wie viele sind das? Ihr wollt mich gerade verarschen, da liegen Tomaten drauf, Guys. Das ist nett. Das ist wild. Lass uns die essen, solange die warm ist. Darf ich auch ein Stück nehmen? Ja, nimm. Ich fackel gar nicht. Nehmt euch, Leute. Nehmt euch ein Stück. Geil. Ich leck das Ding gleich ab, ey. Ess das. Nein, ich will nicht. Doch, ich habe mein Bett abgegeben. Hör mir jetzt zu. Kein Hunger. Ich habe mein Bett nur abgegeben, weil du mir dein Bett gegeben hast. Kelvin hat mir sein Bett ja abgetreten und von daher fand ich es nicht mehr als gerecht, dass ich als erstes mein Bett für diese Pizza opfere. Ess du, ich esse gar nichts davon, wirklich. Nein, Matthias. Bitte, 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 mach das. Mach das bitte. Matthias, ich hab Hunger, ehrlich. Kelvin, das ist mir egal, ess es bitte. Und wenn du, ess wenigstens ein Stück. Das schmeckt so gut gerade. Oh, Matthias, nimm. Ich möchte nicht, danke. Das hat jetzt nichts mit Diätplan zu tun, weil ich bin schon ein Genussmensch. Aber ich glaube trotzdem, dass ich, was das angeht, meinen Körper besser unter Kontrolle habe, wie einige anderen hier. Ganz ehrlich, ich finde die Ravioli geiler wie die Pizza. Ich nehme das Stück Teig, wenn es okay ist. Ja. Hey, nimm doch auch mit Dings. Boah. Vorhin, du hast noch Leute, Mann. Besser als Sex gerade, ey. Ich liebe Pizza. So viel Aufopferungsbereitschaft ist ansteckend. Auch Calvin ist noch voll im Selbstlosmodus. Gibst du ihm jetzt dein Bett, oder was? Ja. Komm, ich hatte das gestern auch schon so gemacht.
Kannst du überhaupt auf dem Boden schlafen? Klar. Klar, also ich meine, wenn es hart auf hart kommt, der Matthias, den zieh ich mit, weil er ist ein Top-Kerl. Ohne ihn ist es hier nur halb so unterhaltsam, finde ich. Und ich hoffe, dass er echt so lange wie möglich hier drin bleiben kann. Also das wäre echt geil. Calvin, sag jetzt ja nicht nein, Alter, weil sonst kriegen wir zu viel. Ist es bitte. Ja, okay. Glaub mir, das ist so ein geiles Gefühl gerade. Mm. Ich habe es nicht für uns gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir schon die Chance haben, eine zu kriegen, dann essen wir sie alle. Die ist brutal gut. Mhm. Die Pizza war es auf jeden Fall wert und ich würde immer wieder mein Bett abgeben für ein Stück Pizza.